Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozir hier. Und heute werden wir in dem Kategoriebanner von den Super Saiyan 3 Charakteren sammeln, denn es kamen zwei neue Charaktere hinzu, Super Saiyan 3 Vegeta GT und Super Saiyan 3 Vegeta Physisch. Aber aus dem Weg, was ging denn letztens in Global los? Was war denn in Global los? Und zwar folgendes, damit ihr das kurz refreshen und auffrischen, damit da jeder Bescheid weiß. Nämlich dieser neue Vegeta hier, dieser Super Saiyan 3 Tech Vegeta, war vor Release bei einigen Spielern in ihrer Charakterbox. Das war ein Fehler, das sollte nicht sein. Deswegen gab es eine Wartung. Die Wartung ging wirklich sehr, sehr lange. Wir haben da letztens im Stream bis zur letzten Sekunde da durchgehalten. Natürlich Shoutout an jeden, der da mitgehalten hat. Aber im Endeffekt kam dann die Mail, die Nachricht von Akatsuki selbst seitens Akatsuki, den Entwickler des Spiels. Nämlich wurde dieser Vegeta von denjenigen, die das passiert ist, die diesen Vegeta in ihre Charakterbox hatten auf SE10, wurde zurückgenommen. Man wurde entschädigt für die Wartung einerseits, für die Notfallwartung mit 10 Stones und dann für den Vegeta-Bug, also den Bug mit dem Vegeta, weitere 15 Stones, heißt 25 Stones. Und man hat die Orbs zurückbekommen, die man in diesen Vegeta investiert hat. Ja, so viel zu dem Bug, so viel zu der Wartung, zu der Notfallwartung, was letztens abging, was sage ich dazu? Es wäre korrekt, wenn sie einfach jedem diesen Vegeta gegeben hätten und gesagt und sagen würden, okay, wir haben Fehler gemacht, es waren Fehler unsererseits, damit das fair bleibt, geben wir ihn jeden raus. Kam leider nicht dazu, sie haben alles zurückgezogen, die Vegeta ist zurückgezogen, wir haben die Stones bekommen. Außen vorweg, das dürft ihr nicht vergleichen, ja, diese Stones, kommt bitte nicht mit den Klassiker, JP hätte so und so viel bekommen, JP hätte 300 Stones bekommen, nein. Das in JP waren Fehler von einem Banner, ja, also von Sachen, von dem Banner, worum es mit Stones geht, das ist das Wichtige, da waren Fehler, gravierende Fehler mit Stones, was Stones betrifft, hier war das ein Charakter, das hat mit Stones gar nichts zu tun, dafür haben wir dann dennoch 15 Stones bekommen für die lange Wartung in den Vegeta-Bug, ist ein halber Mut, ich sag, kaum mitnehmen, beziehungsweise ist das in dem Banner, wenn ihr da noch 5 Stones aufkratzt, ein Mut, ich sag, denn in dem Super Saiyan 3 Banner werden wir sammeln. Ihr fragt euch vielleicht, warum? Ich habe doch Super Saiyan 3 Balog und ich habe da nicht gesammelt. Ich weiß, aber ich hätte gerne Vegeta. Es sind zwei neue Vegeta-Charaktere. Wir haben die Charaktere uns detailliert angeschaut in dem Video. Schaut es euch auf jeden Fall an, wenn ihr da mehr Informationen dazu haben wollt. Und zwar läuft dieser Summon so ab. Wir haben 3 Multisum A, 30 Stones. Heißt, wir sparen uns da im Endeffekt 60 Stones. Wie gesagt, wir haben neuen Vegeta mit am Start. Die zwei neuen Vegeta sind gar nicht mal so schlecht. Die sind solide. Dieser Vegeta hat aber sein Boost ist da Damage-lastiger, der hier ist aber wirklich sehr, sehr gut für Super Battle Road, denn er hat eine Damage Reduction von minus 40% und Attack und Life 70%. Aber wie gesagt, die genauen Informationen habt ihr in dem Video dazu. Anyways, und zwar, dann haben wir... Anyways, und zwar sind auch in dem Banner natürlich alle L-Charaktere, auch alle Super Saiyan 3 Goku, aber... Schauen wir mal. Ich hoffe da nicht auf L, ich hoffe da einfach auf Vegeta. Anyways, dann haben wir noch hier... Die Awakenings von Super Saiyan 3 Goku GT sind jetzt auch online, braucht ihr 35 Medaillen von Super Saiyan 4 Goku und bei Vegeta braucht ihr 35 Medaillen von Super Saiyan 4 Vegeta. Dann würde ich sagen, wir hoppen mal in den Banner, schauen uns das Banner mal ganz schnell an. Und zwar, wie gesagt, wir sehen schon 3x30 Stones für einen Multi. Und pro Multi-Sam gibt es garantiert einen gefeaturten Charakter. Heißt, unsere Chancen sind gar nicht mal so schlecht. Wir ziehen hier mindestens 3 SSR und ich hoffe, aus diesen 3 ist entweder er dabei. Diesen finde ich sehr, sehr cool, sein Artwork. Oder der hier, ja, das sind die zwei neuen Vegeta-Karten, die hätte ich gerne, einfach weil es Vegeta ist, ja, okay, ja. Und dann haben wir noch den hier drin, wie gesagt, Erzen Awakening, auch nicht schlecht, könnte ich auch auf jeden Fall annehmen, ihn genauso. Guter Supporter für den Super Saiyan 3 Team, aber auch an sich ein sehr guter Supporter für den Super Saiyan 4 Goku, zum Beispiel als Partner, wir wissen, ein sehr, sehr guter Partner für ihn oder ein Strength Team. Auf den kann ich verzichten, auf den genauso, auf den kann ich auch verzichten, Shampoo Vegeta nicht, der sieht aus, als würde er frisch aus der Shampoo-Werbung kommen. Gut, ich bin bereit, ich hoffe, ihr auch demnächst, 3 Multisam haben wir hier, bitte, ich predikte, meine Ansage ist, wir bekommen nur die 3 garantierten SSR und darunter ist mindestens eine auf jeden Fall der Shampoo Vegeta, der Tech. Schauen wir mal, let's go. Oh mein Gott, okay. Wenn euch das Ganze bisher schon gefallen hat und wenn ihr auf jeden Fall mehr sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, beziehungsweise drückt auf den Abo-Button. Ihr seht schon, ich bin hier mit einem Handtuch unterwegs, weil auf dem Dachboden sind legit 80.000 Grad. Aber die Summons müssen sein, die Summons müssen an der Stelle auf jeden Fall sein. Und zwar, wir legen hier los. Wir hatten Nails an der Stelle, jetzt haben wir Gohan. Also ich bin echt gespannt, ob wir halt mehr ziehen als 3 SSR oder ob es nur die garantierten SSR sind. Ich kenne mein Glück und ich weiß, warum aus solchen Bannern ziehe ich wirklich... Überwiegend fast nur die GSSR und dann halt nicht die, die ich will. Eigentlich stehen die Chancen gar nicht mal so schlecht, die Charaktere zu ziehen. Ob man es sammeln sollte, eigentlich nicht. Wirklich nicht. Denn diese Charaktere werden auch in Zukunft in jedem anderen Banner sein. Natürlich dann nicht gefeatured. Heißt, wenn ihr euch gedulden könnt, ihr sie nicht zwingend braucht für euer Super Saiyan 3 Team oder sonstiges. Skippt diesen Banner. Vor allem
Ja, wir sind ja kurz vorm dreijährigen Jubiläum. Das dreijährige Jubiläum ist im Zeitraum Juli. Und genau. Ja, und ihr seht schon, es ist legit nur der GSSR, wie es aussieht. Aber hoffentlich ist es ein Vegeta. Also diesen Goku-Rim brauche ich halt gar nicht wirklich. Der ist outdated, auch wenn er ein Awakening hat, aber. Da gibt es auf jeden Fall bessere Units aus dem Banner. Natürlich ziehe ich die, die ich halt am wenigsten brauche. Ah, okay, diesen Goku haben wir schon. Jetzt kommt noch ein Tech Vegeta Super Saiyan 3, den Shampoo Vegeta, ja, den dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen. Der muss auch auf jeden Fall noch kommen, ja, ohne den geht's nicht. Also nicht der neue GT Vegeta, sondern der alte, dieser. Den ich. Oh, Super Saiyan 3 in einem Super Saiyan 3 Banner? Ja, okay, wir wissen eh, es ist GSSR, aber bitte, bitte, lass uns mehr ziehen als nur den GSSR. Und zwar hier! Wieder mit einem High-Kick gegen unsere Fresse. Ja, Mann! Ja! Jawohl! Oh mein Gott, Tapion! Tapions Banner ist zwar offline, aber wie gesagt, Tapion ist kein Dokkan-exklusiver Charakter und er ist in jedem anderen Banner. Oh mein Gott, darüber freue ich mich! Weil Tapion, er ist der Giant-Kategorie-Leader, Tapion hatte ich nicht. Heißt, oh mein yeah, wir haben hier unseren Osaru-Leader gezogen. Oh mein Gott! Über Tapion freue ich mich auf jeden Fall. Mit denen habe ich überhaupt nicht gerechnet. Natürlich sind auch alle anderen Assets da drin, auch nicht gefeatured, auch die LR. Aber dass ausgerechnet dann Tapion kommt, geil, hat sich gelohnt, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oh mein Gott, mit Tapion habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe, by the way, den Tech-Tapion in den Double-Rate-Banner per Singlesun gezogen. Und diejenigen, die es nicht wissen, die mir nicht auf Twitter folgen, wenn nicht, checkt auf jeden Fall ab, @dokkanbattle.de, da bekommt ihr alle News zu Global, zu JP, Dokkan Battle, so schnell es geht. Da poste ich auch quasi Sachen, die ich offscreen ziehe. Da habe ich per einen Singlesum Double Banner mein Ella Goku Black Dupe gezogen. Ihr merkt schon, Hashtag ein Singlesum ist auf jeden Fall solide. Aber nein, Tapion richtig geil. Tapion, oh mein Gott. Jetzt kann das Video nur noch besser werden, wenn wir wirklich einen der neuen Vegetas ziehen. Einen der neuen Vegetas ziehen. Und zwar hier! Ah, aber wir bekommen noch einen. Okay, Champa an der Stelle auch nicht gefeatured, aber wir bekommen noch einen GS, der gefeatured ist! Ja, jawohl, 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 jawohl. Nice! Zu den Tech Vegeta geht's, hier haben wir an der Stelle. Geil. 3 SSR, sehr gut. Dieser Multi war sehr, sehr gut. Aber einen Multi-Sam haben wir noch. Oh mein Gott, Tapion. Mit ihm habe ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Mit ihm habe ich nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Genau, dieser Vegeta hier. Dieser Vegeta hier, wenn wir uns ganz gut anschauen, macht Supreme Damage, erhöht seine Verteidigung 30% für 6 Runden. Hat Attack und 70%. Wenn er einmal angegriffen wird, bekommt er weitere 60% für 5 Runden an der Stelle. Egal, letzter Multi. Oh mein Gott, wenn hier noch der physische Vegeta kommt, dann. Dann ist das Video wirklich geil geworden, das Summon. Tapion vielleicht auch noch. Zwei Pots an der Stelle, unser letzter Multi. Was predicted ihr? Hoffentlich, hoffentlich kommt der physisch Vegeta noch, der Dreifache. Wäre cool auf jeden Fall, wenn nicht, wie gesagt. Oh, wieder sowas in 3. Wenn nicht, sie sind auch in jedem anderen Banner. Wir haben es gesehen, Dokkan Exclusive Units sind in jedem anderen Banner natürlich nicht gefeatured. Das beste Beispiel hatten wir beispielsweise hier mit Tapion. Let's go, Ginyu. Ginyu, Ginyu, Ginyu. Nace. Piccolo, okay, nur R-Charaktere an der Stelle. Okay, nicht gefeatured, aber ein Super Saiyan Goku. Schade, schade. Wäre der bloß gefeatured, wäre es einer von den neuen Units. An der Stelle war er nicht gefeatured. Das heißt, wir nehmen ihn auf jeden Fall an. Wir kriegen hier wahrscheinlich nur den GSSR. Kommt schon, der GSSR. Wenn es physisch wie Vegeta ist, dann ist auf jeden Fall. Dann haben wir alles, was wir wollten. Okay, nein, nein, ist nicht der letzte. Aber jetzt. Okay, ja, Mann! Yes! Yes, yes, yes! GG! Oh mein Gott, legit! Geiles Video! Geiles Video! Geiles Summon! Geiler Summon! Oh mein Gott! Geil, der erste Ulti war ja dann immer eine Katastrophe und dann wird es immer besser und besser, vor allem mit Tapion-Pullen. Dieser Vegeta macht Supreme Damage, erhöht seinen Angriff für 6 Runden, Attack und F 70% und hat eine Damage Reduction, wenn der Typenvorteil hat, minus 40%. Er ist wirklich sehr, 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 sehr gut für Super Battle, für Super Physisch. Oh mein Gott, unsere Ausbeute war lecker. Unsere Ausbeute war an der Stelle gut. Wir haben die zwei neuen Vegetas gezogen. Wirklich sehr, sehr nice. Und zwar, wenn ich das Ganze ganz kurz zeigen darf. Oh mein Gott, das hat mich echt gefreut. Vor allem Tapion. Mit denen habe ich überhaupt nicht Kategorie. Mit Tapion habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber hier ist unsere Ausbeute. Boom! Die drei Boys hintereinander. Super Saiyan 3 Vegeta physisch. Tapion, richtig geil. Freut euch da auf den Schock jetzt zu Tapion. Auch zu den zwei Dudes.
Falls euch fragt, Super Saiyan 3 Banner zu Bardock will ich auf jeden Fall noch sammeln. Ich muss noch gucken wegen den Stones, woher ich die herbekomme. Beziehungsweise sind die Global Dienste, wenn ich das ganz kurz am Ende sagen darf, wieder online. Bei Dadus könnt ihr bestellen. Der Link ist in der Beschreibung. Man bestellt über eine neue Gruppe. Da könnt ihr quasi, die sind dazu dritt. Da gehen die Bestellungen jetzt besser, hoffentlich schneller. Ihr bestellt aber nur, beziehungsweise momentan werden nur Global Dienste, Global Stones zur Verfügung gestellt. Wenn man 500 Rank Stones mindestens bestellt, die Wartezeit ist 5 bis 9 Tage. Aber auf meinem Discord-Server gibt es auch jede Information zu Sachen günstig Stones im Texan Rajits Mobile Store. Und dort könnt ihr auch eure Bestellung aufgeben bei meinem Mod Lai. Und er reicht sie dann quasi weiter an Rajit. Genau, so viel dazu. Heißt, Super Saiyan 3 Bardock-Banner bin ich auf jeden Fall noch gewillt zusammen. Ich warte da auf meine Stones. Bis dahin, habt auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.